Die verschiedenen Völker des antiken Italiens. Einzuordnen sind diese verschiedenen Völker zeitlich, natürlich bevor sie von den Römern erobert wurden. Wir befinden uns also ungefähr im ersten Jahrtausend vor Christus, also dem Beginn der Eisenzeit, bis circa zum ersten Jahrhundert vor Christus, also bis in die frühe römische Kaiserzeit hinein. Es gibt einheimische Völkerschaften, die sogenannten Italiker, aber auch eingewanderte Völkerschaften, zum Beispiel Griechen und Kelten. Wir haben es mit einem Vielvölkergebiet und einem Vielsprachengebiet zu tun, im Gegensatz zum Beispiel zum antiken Griechenland, wo alles mehr oder weniger einheitlich war. Wir finden im antiken Italien mindestens 4 indoeuropäische Sprachgruppen, aber auch Sprachgruppen, die nicht indoeuropäisch sind. Und dann haben wir auch ein paar undefinierbare Sprachgruppen, von denen man sich in der Forschung bis heute noch nicht einig ist, wie die einzuordnen sind. Erst in der frühen römischen Kaiserzeit beginnt die sprachliche Vereinigung durch das Lateinische und entwickelt sich dann im Mittelalter zum Italienischen. Die politische Einigung dieser Völker findet im Bundesgenossenkrieg statt. Als Folge bekommen alle Italiker das römische Bürgerrecht. Ab nun ist Italien das kulturelle Stammland Roms. Trotzdem gibt es weiterhin starken Regionalismus bis zur Einigung 1861. Wenn wir uns den Raum ansehen, in dem dies alles nun spielt, haben wir die Apenninhalbinsel bis runter zur Meerenge von Messina. Im Osten ist Italien durch das Adriatische Meer begrenzt, im Süden findet sich das Ionische Meer und im Westen das Tyrrhenische Meer. Die Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika zählten damals zum Ausland. Es waren Provinzen. Und erst in der Spätantike um 300 unter Diokletian werden diese Provinzen ins Reich eingegliedert. Italien war schon immer ein relativ fruchtbares Land, aber es war nicht reich an Metallen, außer Eisen im westlichen Mittelitalien, also in Etrurien. Es gab schiffbare Flüsse, Po und Tiber waren hier sehr wichtig, und auch vulkanische Aktivitäten. Es gab in der Antike verschiedene Bezeichnungen für Italien. Da wären zu nennen einmal Hesperia, vom Dichter Stesichorus im 6. Jahrhundert so genannt, das sogenannte Westland. Dann haben wir Ausonia, vom mythischen Volk der Ausonen abgeleitet, und Italia, vom griechischen Autor Antiochos von Syrakus. Syrakus befindet sich in Sizilien, aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts geprägt. Er beschreibt, dass im 6. Jahrhundert vor Christus dies ein kleines Gebiet in Kalabrien war, das bis Metapont gereicht hat. Es war das Reich des eunotrischen Königs Italos. Damit haben wir einen Herus Eponymus, also einen namensgebenden Helden, der natürlich nachträglich erfunden worden ist. Weiter schreibt er in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, dass dann von der Meerenge von Messina sich das Gebiet bis Metapont ausgedehnt hat und dann noch weiter auf das Gebiet von Tarent. Seit dem 4. Jahrhundert vor Christus entspricht die Ausdehnung dem von Griechen bewohnten Teil Süditaliens, das sogenannte Großgriechenland. Im 2. Jahrhundert vor Christus wird dann von Polybius geschildert, dass es die ganze Apenninhalbinsel sei, von der Meerenge von Messina bis zu den Alpen. Das ist allerdings ein rein geografischer Begriff. Auch Plautus im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus schreibt Ähnliches und Cato der Ältere bezeichnet die Alpen in den Origines als Mauer Italiens. Kommen wir zur Etymologie des Wortes Italien. Nach verschiedenen Schriftstellern, Hellanikos von Lesbos, Timaios, Varro und Festus, ist Italien eine Ableitung eines italisch-oskischen Wortes Vitellio, lateinisch Vitulus, umbrisch Vitlu, und es bedeutet Kalb, Rind, junger Stier. Somit wäre Italus oder Italie die Jungstiermänner, eine Bezeichnung für einen einheimischen Stamm in Unteritalien. Im Altertum ist dies die allgemein akzeptierte Erklärung dieses Namens. Im Bundesgenossenkrieg bezeichneten sich die Aufständischen als Italie. Welche Quellen finden wir dazu? Wir haben natürlich einmal Primärquellen. Das sind alle archäologischen Funde und Befunde, aber auch ikonografische Quellen. Da haben wir übrigens große Unterschiede in Italien. Und auch Keramik. Die Entwicklungen der Keramik erlauben uns Datierungen.
Dann haben wir alle epigraphischen Quellen, also Inschriften. Die Schrift wurde gegen Ende des 8. Jahrhunderts von griechischen Euböern übernommen. Den längsten Text Italiens finden wir übrigens in den Iguvinischen Tafeln aus Gubbio. Neben den Primärquellen haben wir aber auch Sekundärquellen, und das sind keine zeitgenössischen Überlieferungen. Wir haben in vielen italischen Sprachen Inschriften, aber leider oft kein literarisches Schaffen. Allerdings gibt es bei den römischen und griechischen Überlieferungen über diese Völker. Wichtige Autoren dazu sind die frühen griechischen Autoren, Antiochos von Syrakus aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus, dann den Pseudo-Skylax aus dem 4. Jahrhundert, er schreibt den Periplus, die Beschreibung von Küsten, dann Timaios von Tauromenion, 340 bis 250 vor Christus. Er beschreibt die Geschichte Siziliens in Fragmenten. Außerdem Polybius, 200 bis 120 vor Christus mit seinen Historiae, dann Diodorus Siculus mit der Bibliothekae Historicae, die Frühgeschichte bis Caesar, und Strabon, 74 vor Christus bis ca. 23 nach Christus, der in seiner Geographica die bekannte antike Welt beschreibt. Zu den römischen Autoren zählen dann Marcus Porcius Cato, 234 bis 149 vor Christus, mit seinen Origines, den Ursprüngen, in 7 Bänden, in denen er alle Völker Italiens beschreibt. Dann Titus Livius, 59 vor Christus bis 17 nach Christus, ab Urbe Condita, seit der Gründung der Stadt. Dann Dionysius von Halikarnassos, 54 vor Christus bis 8 nach Christus, mit seinen Antiquitates Romanae, die Anfänge Roms bis zum Ersten Punischen Krieg, und schlussendlich Plinius Secundus der Ältere, ca. 23 vor Christus bis 79 nach Christus, mit seiner Naturalis Historia. Bevor wir nun die einzelnen Völker Italiens näher uns ansehen werden, kommt zuerst ein historischer Überblick. Im Paläolithikum, in der Altsteinzeit, haben wir den Homo sapiens bereits in Italien. Im Neolithikum in der Jungsteinzeit gibt es dann einen höheren Grad an Sesshaftigkeit und erste Keramik. In der Kupferzeit um 4000 vor Christus wird dann Kupfer hergestellt. Ötzi hatte ja auch einen Kupferbeil. Der ist 3300 vor Christus ungefähr einzuordnen. Im 3. Jahrtausend vor Christus entwickelt sich dann die Kupferzeit. Es ist dies die Übergangsphase zur Metallzeit. Die Bronzezeit im späten 3. Jahrtausend bzw. frühem 2. Jahrtausend gliedert sich dann. Einmal haben wir in der mittleren Bronzezeit ab 1700 vor Christus die Apenninkultur. Südlich vom Apennin, wir haben dort Körperbestattung und erste Kontakte zur mykenischen Kultur. Und dann haben wir aber auch die Terramare-Kultur in der Po-Ebene. Dies sind Pfahlbausiedlungen mit Leichenverbrennungen und Urnenbestattung und der Name leitet sich von Terra Marna ab, dunkle Erde. Es gibt hier allerdings einen abrupten Zusammenbruch Anfang 1200 vor Christus. In der Jungbronzezeit ab 1400 vor Christus haben wir dann die Subapennin-Kultur. Hier haben wir bereits Kontakte zur mykenischen Kultur über die Ostküste Siziliens, Apulien, die Liparischen Inseln, Sardinien, vereinzelt auch in Mittelitalien und später in der Po-Ebene. Es kommt dann zur Zeit der Unruhe, 1200 vor Christus und dem sogenannten Seevölkersturm. Wir haben hier zeitgleich den Untergang des Hethiterreiches und der mykenischen Palastkultur. Italien ist davon nicht so stark betroffen, aber es gibt auch archäologische Veränderungen. Zum Beispiel den Zusammenbruch der Terramare-Kultur, möglicherweise wegen Klimaveränderung und interner Konflikte, und auch die Präsenz von Fremden ist hier nachzuweisen. Im 12. bis 10. Jahrhundert vor Christus kommt es dann zur Proto-Villanova-Kultur. Es ist ein vermehrtes Phänomen der Brandbestattung, der sogenannten Kremation. Wir finden dieses Proto-Villanova über ganz Italien verteilt, wohingegen die Villanova-Kultur nur in Etrurien anzufinden war. Alles ist nun aufwendiger und teurer. Ursprünglich hatte dies wohl religiöse Gründe, die Befreiung der Seele durch die Zerstörung der körperlichen Hülle. Diese Urnen werden aus zwei konischen Stümpfen gestaltet, sogenannte bikonische Urnen mit einem Schüssel als Deckel. Die Frage ist, kommt diese Phase von den Einheimischen selbst oder von Zugewanderten? Es gibt keine Inschriften aus dieser Zeit. Allerdings ist dies aber nur ein temporäres Phänomen. Im 11. und 10. Jahrhundert geht es wieder zurück. Dauerhaft bleibt es nur in Norditalien. Die Eisenzeit.
Ab dem 10.9. Jahrhundert vor Christus lässt sich eine Gliederung des italischen Festlandes feststellen. Wir haben nun regionale Gruppen mit einheitlichen materiellen Kulturen, die sich von anderen unterscheiden. Diese sind nun die Basis der historischen Völkerschaften, weshalb diese Zeit als Geburt des historischen Italiens bezeichnet wird. Wir können in Verbrennerkultur und Körperbestattungskultur gliedern. Zu den Verbrennern zählen die Gola-Seca-Kultur im Norden. Sie haben Verbindungen zur Hallstattkultur. Dann die paläo-venetische Kultur, ähnlich der estischen Kultur, Bereich Veneto. Villanova-Kultur, westliches Mittelitalien, späteres Etrurien, Verbrennungskultur, sehr progressiv, frühe Kontakte zum östlichen Mittelmeerraum. Die laziale Kultur in Latium, also um Rom herum, das waren ursprünglich Verbrenner und es gibt eine Kontinuität zwischen Bronze- und Eisenzeit, sie waren sehr eigenständig. Und dann noch die Kultur von Terni, das ist ein kleines Gebiet in Umbrien, es waren auch ursprünglich Verbrenner, ist aber eine zeitlich begrenzte Kultur. Dann zu den Körperbestattern. Mitteladriatische Kultur, vergleiche pikenische Kultur. Sie haben eine Blüte im 9. 8. Jahrhundert vor Christus, es zerfällt dann aber in sprachlich viele kleine Stämme, Umbra und Pikener zum Beispiel, aber da kommen wir noch dazu. Es gibt einen starken Expansionsdrang nach Süden von dieser Kultur. Dann gibt es weiters die Fossa-Gräberkultur. Fossa ist eine Bezeichnung für eine Grube für Urnen. Diese werden aber vom Norden überrannt. Sie sind mit der eunotrischen Kultur gleichgesetzt, diesem mythischen Volk, die sich auf die Griechen zurückführen lassen und in der antiken Literatur geschildert werden. Weiters haben wir noch die japygische Kultur in Apulien, die werden nach einer griechischen Bezeichnung benannt und sind Einwanderer aus Illyrien. Dann die sikulische Kultur auf Sizilien und die Nuragenkultur. Hier haben wir Turmbauten auf Sardinien, die sind eigenständig bis zur römischen Eroberung und eigentlich ein Hirtenvolk. Nun kurz dazu, was die antiken Autoren über Wanderbewegungen sagen. Für die frühe Zeit haben wir Sagen und Legenden. Und dafür haben wir ausschließlich spätere Zeugnisse. Der Begriff Genese ist hier sehr wichtig. Ein fremder Heros kommt nach Italien als Anführer einer Gruppe. Wir haben Vermischung mit den Einheimischen. Auch oft ist dann die Heirat des Heros mit der Königstochter zu sehen, was dann ein Legitimationsgrund natürlich ist. Wir haben also die Anbindung an die alten Kulturen im Osten und deren ruhmreiche Vergangenheit, zum Beispiel den Trojanischen Krieg um 1100 vor Christus angesetzt. Hier haben wir die Griechen, Odysseus und Diomedes, Diomedes kommt in den Adria-Bereich, und von den Trojanern Antenor, der zu den Venetern kommt, und Aeneas, auf den sich die Römer zurückbeziehen. Mit diesen Helden haben wir eine Legitimation späterer Zustände. Allerdings gibt es ein Problem. Der komplexe Ablauf einer Ethnogenese ist kein Teil der antiken Vorstellungswelt. Außerdem ist alles durch die griechische Kolonisation im 8. Jahrhundert geprägt. Wir haben aber ein Einwanderungsschema bei Dionysius von Halikarnassos. Er will eine Verbindung mit der griechischen Hochkultur herstellen. Es ist spät rekonstruiert und stark ideologisiert, aber es schildert Folgendes: Die Arkadier landen in Süditalien, 17 Generationen vor dem Trojanischen Krieg. Das wären die Eunotra gewesen, benannt nach ihrem König Eunotros. Sie verdrängen bei ihrer Expansion die einheimischen Völker, die mythologischen Völkerschaften Itali, Morgeten und Ausonen. Die Sicula seien von Süditalien nach Sizilien verdrängt worden, vergleiche Thukydides 6.2. 300 Jahre vor der griechischen Kolonisation, schreibt er. Hier haben wir allerdings eine Parallele zwischen archäologischen Funden und der Literatur. So viel ganz kurz zur geschichtlichen Entwicklung der italischen Völkerschaften, bevor wir jetzt wirklich diese einzelnen herausgebildeten Völkerschaften haben. Die werden wir uns das nächste Mal ansehen und natürlich auch die verschiedenen Sprachgruppen. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so viele verschiedene Sprachgruppen in Italien haben? Und danach werden wir uns eben im Einzelnen ansehen, wie sich diese ganzen Völker entwickelt haben und wie sie schließlich im römischen Imperium aufgegangen sind.